Name your game. Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, ah, da sind sie. Sie sind auf dem Weg. Wir müssen sie warnen. Scheiße. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, ja, sag, sie sollen sich verstecken. Fuck! Was war das denn? Drück die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Vielleicht versteht das Tier auch. Oh, fuck, Mann! Sie sind weg. Weg aktualisiert. Ja, da kommt bestimmt noch was. Der ist noch da. Was können wir denn machen? Okay, können wir denn gar nichts tun? Ich weiß nicht. Das muss irgendein Kryptonit haben. Vielleicht können wir es verjagen. Ja, wenn es ein Gehör hat. Ich meine, wie ein Hund. Ich meine, wir könnten... Mit einer Trillerpfeife. Frequente Rückkopplung durch die... Ja, mach das mal. ...und aufdrehen. Und ich meine, das wird richtig schmerzhaft. Was soll's? Mach halt. Tu's. Okay. Bin gespannt. Ich riskier's jetzt einfach mal. Wir können ja immer noch schießen. Gleich. Ruhig. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay. Ja, schaff das. Gut. Irgendetwas fehlt, aber... Was fehlt? Scheiße, ich weiß es doch auch nicht. Mach jetzt das. Reparier's. Ich lenke es ab. Nein. Los, Beeilung. Okay. Oh. Scheiße. Scheiße. Ja, jetzt müssen wir schießen. Was abtrennen? Scheiße. Fuck. Okay. Halt einfach durch. Oh mein Gott, das ist so eine Scheiße, ey. Ja, der ist infiziert. Oh mein Gott, das tue ich nicht wirklich, oder? Ja, tu es einfach, los, tu es einfach! Da kann man ja nicht hinschauen. Scheiße, Alter. Hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Fest draufdrücken. Das Ding ist ja schon da. Oh mein Gott, jetzt werde ich mit dem auch noch getroffen. Was muss ich tun? Taste, die Taste. Ah, das ist aber gut, glaube ich. Sehr gut, ja. Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Das war mit Stärke. Wenn die linke Hand das nicht kann, dann kann es die rechte. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig. Oh, warte kurz. Warum hast du das getan?
Du wolltest es so. Ganz schlechte Idee. Boah. Harter Tobak hier. Ist es sicher? Ich denke schon, fürs Erste. Beruhigend. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihnen auf dem Weg losgeworden. Ja, die Jäger jagt diese Dinge. Gut. Was anderes macht ja keinen Sinn. Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott. Dylan, was ist los? Oh mein Gott. Mir geht's gut. Überhaupt nicht geschauspielert. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Verbind es mal. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Shit. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. Hat schon wieder geschossen. Hat sie auf uns geschossen? Wer ist da? Ah, okay. Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Was ist das? Scheiße, Dylan, was ist das? Nein. Oh mein Gott. Wer war das? Bitte nicht Emma. Ja, wer oder was ist das? Willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Wir haben leider nichts gefunden. Lass uns doch mal sehen. Ohne Karten muss ich dich leider enttäuschen. Ja. Ab mit dir. Ich hab's ja versucht. Genug zu finden. Du musst nur suchen. Wir müssen besser suchen. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Jo. 22.30 Uhr, 22. August. Jacob. Kapitel 6. Nachtgebet. Emma! Oh no, wer ist das denn? Mann, ich könnte echt kotzen. Dann kotz. Jacob wird gerufen. Emma, bist du das? Ach nee. Fuck. Wir sehen uns erstmal um. Es wird Schreckliches passieren. Ich bin mir sicher. Ohne Event bleibt man hier nicht, wenn man alleine rumspaziert. Ah, ist das eine Tarotkarte? Puh. Da will man echt nicht fallen. Das war ein Hinweis. Also nicht runterspringen.
falls möglich. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass dieser Weg eigentlich gut dazu ist, Feinde zu entdecken. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Weil die können ja nur von zwei Richtungen kommen. Ist hier eine Karte? Ein Fotoapparat. Das ist eigentlich gut, um Beweise zu sichern. Beweis gesammelt. Speicherkarte. Die Speicherkarte einer kaputten, verdreckten Kamera, die im Wald verloren ging. Hm. Nimm sie mal mit. Vielleicht ist da ja was drauf. Ich hoffe, er ist geschützt mit dem Blut ums Gesicht rum. Bin ich denn jetzt schon wieder? War ich hier schon? Man weiß es nicht so genau. Ah. Die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Auge um Auge. Nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Ursache, Wirkung, Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Es ist halt so mega dunkel. Okay. Hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir haben gesehen, wie einer stirbt. Der darf nicht diese Kurbel verwenden. Jemand sieht zu, sagt sie. Ja, ich. Ich hoffe, ich kann noch einen anderen Weg wählen. Oh Gott, Emma. Oh, die Alte. Verdammter Scheiß. Erfreut. Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Aua. Scheiße, Mann. Au. Du hast mich im Stich gelassen. Emma, komm schon. Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Es ist auch ein Horrorfilm. Okay, aber danke für den Reminder. Sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Ist doch erst einer. Oder haben wir mehrere gesehen? Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Wessen Blut denn dann? Irgendwie ziemlich streng. Finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Du führst dich doch auf. Hey, ich versuche uns zu retten. Ich bin ganz gut allein klargekommen. Was? Nur, dass du zweimal gestorben wärst. Wenn ich dich nicht ins Leben zurückgeholt hätte. Nur, weil du den Prinzen spielst. Weißt du, ich wäre nicht überrascht, wenn du hinter allem steckst. Oh mein Gott, was? Oh Gott. Da ist irgendeine Scheiße, bitte nicht. Oh, jetzt geht's los. Ja, wenigstens nicht auf den Hügel, beziehungsweise auf den Turm. Können wir uns nicht verstecken?
Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Diese Vampire. Fuck. Du schaffst das. Ich will nicht, dass der stirbt. Versteckten, sagte ich ja. Die haben es nämlich mit den Ohren. Ah, ich glaube, die sehen nichts, die hören nur. Riechen wahrscheinlich auch nicht. Hat er es wieder gehört? Wieso rennst du denn schon wieder? Ach Mann. Wer ist da ein bisschen dort geblieben? Ein Schweinekopf. Oh Gott, da ist eine Trap rechts von ihm. Nicht reinlaufen. Oh, ich sehe schon. Der läuft voll rein. Scheiße. Oh mein Gott, du Vollidiot, ich hab's doch gesagt. War das nicht vermeidbar? Was ist los, Eisen? Was ist der Unterschied? Oh mein Gott. Shit! Ich glaube, ich habe das Falsche gewählt. Scheiße. Aber er wollte mich nicht umbringen. Vielleicht kriege ich noch eine Chance. 23 Uhr, 22. August. Caitlin, Camp Hütten. Kenne ich das Opfer? Wer ist das? Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Mitfühlen. Zeig mal deine emotionale Seite. Ich weiß nicht, wer die andere war. Hab sie noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und sie? Ja. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ach so. Ja. Dachte ich auch. Das dachte wahrscheinlich Mr. Hackett selber auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick. Du riechst so gut. Nein, der wird ein Vampir. Wir schreiten ein, dass alles der klar, die Kumpel? Nicht frisst. Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Scheiße. Wow. Wir brauchen Jägengift. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey. Oh Gott. Komm weg her. Da. Nick, was soll es das? Es kommt bestimmt ein Skillcheck. Lass das. Pass auf, ich meine es ernst. Nein, ich glaube, der stirbt. Nick. Scheiße. Oh mein Gott, haben wir das Falsche gemacht. Alles okay? Was ist das? Wir müssen ihm helfen. Sonst stirbt er. Was habe ich getan? Nichts. Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bring er braucht Blut. Da ist's warm. Scheiße, Mann. Ich glaube, der ist infiziert.
23.33 Uhr, 22. August. Abigail Camp, Poolhouse. Tut mir leid. Scheiße. Können wir den nicht heilen? Zappel nicht so rum. Der hat auch schon was. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also sind alle infiziert. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut, du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären. Hm? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort. Habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist? Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Sie hat einfach auf der Stelle getreten. Was suchen wir denn eigentlich? Ah, Karte. Perfekt. Der Mond. Der Mond, wie passend, gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Geh geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Wir müssen Fallen aufstellen, oder was? Hier ist auch was.